Dann wollen wir mal weitermachen. Ich habe inzwischen eine Nacht geschlafen und ich fühle, dass ich auch schon wieder sehr am Weg der Besserung bin. Aber ich bin immer noch nicht 100% fit. Aber trotzdem. Die Beweise verdichten sich. Da muss ich drum gekümmert werden. Ich habe zum Glück immer noch genug Energiepunkte. Vielleicht schaffe ich es tatsächlich, die gesamte zeitlich begrenzte Nebenquest mit ohne dass Energiepunkte ausgehen. Das wäre natürlich auch toll. Ja, hier, die habe ich mir zum Beispiel gestern durch die ersten beiden Parts der zeitlich begrenzten Nebenquest habe ich halt auch nochmal 60, 100 Energiepunkte bekommen. Und hier, ich bekomme hier dann direkt nochmal 100. Und dieses tolle Outfit wahrscheinlich jetzt während dieser Folge im Forschungslabor, wo wir die Handschrift analysieren, um herauszufinden, wo Penny ist. Penny ist weg. Mal gucken, wer mir da hilft. Ach, ich dachte, Kellen wäre jetzt vielleicht da. Nee, Olivia. Ach, schade. Schön, dich hier zu sehen, Gaudi. Olivia, was machst du denn hier? Das Gleiche könnte ich dich fragen. Ich dachte, du wärst ausgegangen, um ein gruseliges Halloween-Abenteuer zu erleben. Und nicht hier im Surflabor über ein ganzes, über ein paar Papierschnipsel gebeugt, wie ein altmodischer Detektiv. Also, was genau tust du hier, Cody? Ist was passiert? Ja, ich kann hier schon die Wahrheit sagen. Warum soll ich hier nicht die Wahrheit sagen? Also, eigentlich war ich auf einer Halloween-Party. Bei der ist dann allerdings Penny verschwunden. Oh. Was? Ich habe diese verkokelte Nachricht gefunden, die an Penny adressiert ist. Also vergleiche ich die Handschrift mit den Handschriften der anderen Partygäste. Und wenn sie mit der Handschrift eines Partygastes übereinstimmt, weißt du, wer sie verwatzt hat. Und wer wissen könnte, wo Penny ist. Tolle Idee, Cody. Wirklich erstklassige Detektivarbeit. Danke, Olivia. Ich hoffe einfach nur, dass ich Penny finden und dieses Rätsel lösen kann. Pass auf, ich helfe dir. Ich brauche sowieso eine Pause von meinem Projekt. Bist du sicher? Außerdem möchte ich ebenfalls, dass Penny so schnell wie möglich gefunden wird. Außerdem können wir dann so tun, als wären wir zwei hartgesottene Detektive. Wie in diesen Muggelfilmen, die ich mir immer mit Eltern ansehe. Ja gut, dann nehme ich dein Angebot halt an. Du kannst mir dabei helfen, diese Schiffsproben zu vergleichen. Es ist sehr wichtig, dass wir eine Übereinstimmung finden. Dann lasst uns keine weitere Zeit verschwenden. Zeit für eine ordentliche Analyse. Gut, dass ich meine Sehhilfe erst kürzlich erneuert habe. Hattest du denn schon Glück, Olivia? Diese Probe stimmt nicht mit der Handschrift auf der Verbrandnachricht überein. Damit kann ich diese Person ausschließen. Dieses schräge S ist eine recht besondere Schreibweise in Talbots Handschrift. Ich sollte in jeder Schriftprobe die Buchstaben heraussuchen, die besonders einzigartig sind. Wer würde Penny wohl so eine Nachricht senden? Dieses Gekritzel kenne ich, das muss ein Werk von Jay sein. Hattest du schon Glück, Olivia? Diese Probe, nee, die kann ich auch ausschließen. Ist das ein G oder ein Q? Ich kann es nicht wirklich sagen. Naja, aufgrund der Buchstaben drumherum sollte es schon eindeutig sein, ob es ein G oder ein Q ist. Wenn das Wort Ziege ist, wird es ein G sein. Oder es muss auf jeden Fall definitiv ein U dahinter sein, damit es ein Q ist. Weil wir sind ja jetzt nicht hier... Das ist ja alles in unserer Muttersprache verfasst. Und da ist nach dem Q nun mal immer ein U. Gut, ich weiß, es gibt auch Sprachen, da ist das nicht so, aber bei uns ist das immer so. Ja, gut. Ich werde die eine Hälfte dieser Schiffproben analysieren, du übernimmst die andere. Während dich finden, Penny. Ich sehe hier nicht viel Übereinstimmung, aber ich hatte schon ganz vergessen, wie schön die Handschrift von Miruda ist. Die Handschrift in dieser Nachricht ist sehr sauber und ordentlich. Der Text auf der verkugelten Nachricht deutet darauf hin, dass es sich nicht um eine Geheimschrift handelt. Ja, da muss nach dem Q ein U sein. Keine Sorge, wir werden herausfinden, wer Penny diese Nachricht geschickt hat. Wir haben alle Schriftproben mit dem Text auf der verbrannten Nachricht verglichen, aber keine Übereinstimmung gefunden. Wer auch immer diese Nachricht geschrieben hat, gehört nicht zu deinen Partygästen. Aber wenn die Handschrift mit keiner der Proben von den Partygästen übereinstimmt, wer hat dann diese Nachricht geschrieben? Und was ist eigentlich mit diesem Spezialgast, den Gray erwähnt hat, der noch nicht aufgetaucht ist? Die Gray hätte ja mal sagen können, wer das ist. Weil der ist ja dann auch verdächtig. Ich meine, ist er immer noch nicht aufgetaucht. Naja, also vielleicht hat die Nachricht auch nichts mit Pennys Verschwinden zu tun. Und wenn nicht, warum wird dann darin ihr Verschwinden erwähnt? Da hast du wohl so einige Fragen zu klären, Herr Detektiv. Mehr Fragen als Antworten. So viel ist sicher. Weißt du, was du brauchst? Eine Schautafel mit einem roten Faden, so wie im Film. Oh, die hat doch Moody im Ministerium stehen.
Ja, also das könnte hilfreich sein, um alles in einen Zusammenhang zu bringen. Ich glaube, dass ich es genauso machen werde. Danke für deine Hilfe, Olivia. Sag Bescheid, wenn du weitere Hilfe brauchst. Gerne. Jetzt aber muss ich mich mit anderen zusammensetzen, die mit den Ermittlungen vertraut sind, um die nächsten Schritte zu erwägen. Ich werde mich also mit Gray und Talbot treffen, um eine Anschlagtafel zu starten. Ja gut, dann muss ich schon mal nicht zu Moody, sondern irgendwann meine eigene. Ich habe alles für die Anschlagtafel beisammen. Legen wir los. Ja, okay, dann bin ich jetzt aber mal gespannt. In meiner Wohnung, Erneut in deiner Wohnung treffen. 60. Also, oh. Das heißt, da gibt's irgendwo eine Frage, wo mir nur alle Antwortmöglichkeiten zur Verfügung stehen, wenn ich auf Level 60 in Wissen bin. Zeig mir nochmal, auf welchem Level bin ich noch auf 59? Jetzt lad nicht so lange, ich will jetzt wissen, auf welchem Level ich bin. Naja, solange das Ding nicht abstürzt. Genug geladen jetzt. Weiter hier. Meine Wohnung solltest du kennen. Da habe ich in den letzten Wochen. Ich war in den letzten Wochen quasi nur in meiner Wohnung online, weil ich immer Energiepunkte gefarmt habe, aber keine Folgen aufgenommen habe. Kannst du mich jetzt mal bitte in meine Wohnung lassen? Na los. Der lädt heute echt lange. Naja, dann werde ich an der Stelle jetzt mal aufhören zu sprechen und den weiteren Ladevorgang rauscutten. Mann, ich wollte die Folge noch als One-Taker aufnehmen und jetzt muss ich dann doch mal den Cut machen, weil der Ladebildschirm hat einfach gar nicht aufgehört. Ah, au! Oh. Talbot hat eine Schlagtafel in meine Wohnung gestellt. Ja, das ist aber nett. Schön. Ja, danke, Talbot. Ich bin dir für deine Hilfe wirklich sehr dankbar. Das ist nicht die erste Anschlagtafel, bei der ich mithelfe. Wenn das so ist, freut es mich umso mehr, dass du hier bist, um uns zu unterstützen. Natürlich. Dann legen wir mal los. Wir müssen jede Menge an Beweisen notieren und haben nicht viel Zeit. Außerdem möchte ich von euch gerne hören, welche Personen euch verdächtig vorkommen und welches Motiv sie haben könnten. Ja, erzähl mal. 8 Stunden. Okay. Kann ein bisschen dauern. Die Aufgaben dauern jetzt in Beyond auch viel länger als noch im 7. Jahr. Es war ja schon vorher so, dass die Energiepunkte, die man für eine 1, 3 und 8 Stunden aufgebraucht hat, immer gewachsen sind. Je nachdem, in welchem Schuljahr man war. Und ich spüre schon deutlich, dass sie jetzt in Beyond auch wieder gewachsen sind. Wir können ja mal gucken. Jetzt vor der 8-Stunden-Aufgabe habe ich 522. In Jahr 7 war es so, dass eine 8-Stunden-Aufgabe ungefähr 120 Punkte gekostet hat. Das heißt, ich müsste eigentlich bei 400 rauskommen. Mal gucken, wie tief wir unter 400 sind nach der Aufgabe. Ich würde sagen, dass es auf zwei Hauptverdächtige hinausläuft: Mirula und Victor. Mirula ist verdächtig. Ihre gemeinsame Vergangenheit mit Corey ist das perfekte Motiv. Ich glaube, dass Mirula die Täterin ist. Sie hat sich viel zu schnell auf Victor eingeschossen. Auf Grundlage unserer Zeitleiste blieb dem Täter nie viel Zeit, um Penny verschwinden zu lassen. Wir müssen bestimmen, wer für diese Tat ein Motiv und eine Gelegenheit hat. Ich wette, dass mich Mirula mit dieser Sache reinlegen wollte. Ihr Motiv ist der Hass, den sie für mich hegt. Ich mach Mirula. Ich meine, Jay, Bedir, Corey und Talbot haben kein Motiv. Ich weiß, dass du und Mirula eine gemeinsame Vergangenheit habt, Corey. Aber deswegen solltest du keine vorliegenden Schlüsse ziehen. Fügen wir die verbrannte Nachricht bei den Beweisen hinzu. Wir wissen bereits, dass ich es nicht war, also können wir mich aus der verdächtigen Liste streichen. Ja, oder du hast Jay involviert und es war kein echtes Veritaserum, deswegen streiche ich dich nicht aus der verdächtigen Liste. Mirula hat sich in der Dunkelheit bewegt. Die Dunkelheit könnte ihr eine passende Gelegenheit für diese Tat verschafft haben. Victor hatte eine Gelegenheit für diese Tat, aber ich wüsste nicht, was er für ein Motiv haben sollte. Ich war bei Jay und Betty, als das Licht ausgegangen ist. Sie haben sich nicht vom Fleck gerührt. Wir wollen unsere Zeitleiste verbildlichen. Sie wird uns zeigen, wer für diese Tat eine Gelegenheit hatte. Ich würde sagen, dass es auf zwei Hauptverdächtige hinausläuft. Mirula und Victor und Corey. Ich glaube, dass Mirula die Täterin ist. Sie hat sich viel zu schnell auf Victor eingeschossen. Ja, Corey, überleg doch mal. Es gibt zwei Verdächtige. Mirula und Victor. Und wenn Mirula es jetzt nicht war, natürlich ist für sie dann nur noch Victor der Verdächtige. Warum soll sie denn sagen, ja gut, vielleicht war ich's ja auch. Das ist doch nur logisch. Mann, Gray. 75, 375, also 25 zusätzlich noch. Das heißt, inzwischen brauche ich für eine Stundenaufgabe rund 150 Energiepunkte. Ich sollte die Energiepunktgrenze mal wieder erweitern dürfen. Das wäre nur fair. Okay, einsammeln. Dann zähle ich nachher nochmal, wie viel ich für eine 3-Stunden-Aufgabe brauche. Was haben wir denn da jetzt? Schuhabdrücke? Wo kommen die denn her? Okay. Auf Grundlage unserer Zeitleiste der Ereignisse konnten wir dich, Bedir und Jay als Verdächtige ausschließen.
Keiner von euch hatte eine Gelegenheit für dieses Verbrechen oder auch nur ein Motiv. Damit bleiben nur ich, Victor und Merula übrig. Und Corey. Die können wir direkt ausschließen, Cody. Du würdest dich nicht so bemühen, Penny zu finden, wenn du für ihr Verschwinden verantwortlich wärst. Corey, aber weil wir Corey gehört jetzt zum Spiel. Also, okay, dann bleiben halt nur noch Victor und Merula und Corey. Was ist deine Meinung, Talbot? Es gibt nach wie vor zu viele unbekannte Faktoren. Aber wenn ich nach meinem Bauchgefühl gehen müsste, würde ich sagen, dass es Merula war. Sie hat das perfekte Motiv. Das perfekte Motiv? Hast du irgendeine Vorstellung davon, was das sein könnte? Gut, okay, hier hätte ich eh nicht drauf geklickt. Und Boshaftigkeit ist auch nicht? Ja, das passt. Ihre Unfähigkeit, Freunde zu finden. Vielleicht will sie Penny ja so dazu bringen, eine Freundschaft mit ihr zu schließen. Merula wollte noch nie eine Freundschaft mit Penny. Und hätte sie Penny einfach gefragt, würde es Penny sich ja gerne versucht haben. Stimmt auch wieder. Ich hatte da eher an Merulas und Corays gemeinsame Vergangenheit gedacht. Sie kommen in etwa so gut miteinander aus wie Kniesel und Grubs. So war es auch schon in der Schule immer. Verstehe. Also glaubst du, dass das für Merula die optimale Gelegenheit war, um Corays Party zu ruinieren? Genau. Wie könnte man jemanden, den man nicht leiden kann, besser ärgern, als wenn man seine sorgfältig geplante Party vermasselt? Moment mal. Dieser Anschlag darf erinnern mich an etwas. Was die Ereignisse bis zu Pennys Verschwinden angeht, ist unsere Zeitleiste immer noch nicht ganz vollständig. Was ist dir denn angefallen, Talbot? Es ist passiert, bevor du auf der Party angekommen bist, aber unsere Zeitleiste beginnt erst, nachdem du dort eingetroffen bist. Corey und Merula haben sich nämlich lauthals gestritten und Penny hat versucht, den Streit zu schlichten. Ach, wirklich? Solche Informationen kannst du mir auch früher geben. Anscheinend hatte Corey Merula nur als eine Art von Friedensangebot eingeladen, damit sie sich nicht ausgeschlossen fühlen würde. Ja, das muss man aber dann nicht so offen zu einer Person sagen. Also, Merula hat das... Also, lass mich raten. Corey hat ihr das ganz offen gesagt und dann ist Merula ausgeflippt. Ganz genau. Und sie hat Corey beschuldigt, sie nur als Mitleid eingeladen zu haben. Es war sehr laut und äußerst unangenehm. Dennoch will ich nicht außer Acht lassen, dass ich Victors Geschichte äußerst seltsam finde. Dass er zu spät gekommen ist, weil er noch eine Besorgung machen musste, ist eine seltsame Ausrede. Ganz besonders, weil er ja einfach apparieren hätte können. Er hat mir erzählt, dass er noch im Honigtopf war, um Lollis mit Blutgeschmack zu kaufen. Victor hasst den Honigtopf. Er würde nie im Leben freiwillig da reingehen. Das heißt aber nicht, dass er gelungen hat, als er sagte, dass er sich noch solche Lollis gekauft hat. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, eigentlich habe ich diese Lollis weder gesehen, noch habe ich diese Schmiererei in seinem Gesicht ordentlich untersucht. Er sagte, dass sie ihm in der Tasche geschmolzen wären. Lollis schmelzen nicht, wenn man sie in die Tasche steckt, Cody. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, werde ich ihn bitten, mir diese Lollis zu zeigen. Jetzt aber wollen wir diese Anschlagtafel fertigstellen. Ja. Was jetzt? Was denn jetzt? Erdbeben? Lauter Affe? Oh, Ben? Nee. Wer war das? Hey, stopp! Ihm nach. Er könnte was mit Pennys Verschwinden zu tun haben. Du bleibst hier, Corey. Ja, du bleib hier. Setz dich auf mein Sofa. Los, wer auch immer dort im Flur gelauert hat, wir müssen ihn schnappen. Und ich habe wieder Tragenklub XP. Oh, steht das Minispiel ab. So. Ja. Ich habe die dunkle Gestalt gesehen. Wenn wir es beenden, können wir sie einholen. Ja, hinterher! Hey, wo bist du? Ja. Ach nein, Merula. Ich will nicht, dass du die Schuldige bist. Merula. Hast du uns etwa in meinem Flur aufgelauert? In so einem komischen Kostüm? Erstens lauere ich nicht fremden Fluren herum. Das überlasse ich zwielichtigen Bösewichten im Film Noir. Zweitens bin ich gerade erst angekommen. Ich wollte mal sehen, was eure Ermittlungen machen. Warum habe ich das Gefühl, dass ihr mir nicht glaubt? Doch, ich glaube dir. Gut so, schließlich ist es die Wahrheit. Es scheint wirklich so, als würdest du uns nicht anlügen. Merula ist ja gerade eben eine dunkle Gestalt an dir vorbeigelaufen. Außer euch beiden habe ich niemanden gesehen. Seltsam, wie leer und verlassen Godric Solo gerade ist. Kaum zu glauben, dass du wirklich in dieser Gegend wohnen willst. Wenn du schon hier bist, möchte ich dir gerne ein paar Fragen stellen, Merula. Deine Rolle als hartgesottener Detektiv scheint dir ziemlich zu Kopf gestiegen zu sein. Ich will Penny finden und das bedeutet, dass wir diesen Fall aus jedem möglichen Blickwinkel betrachten müssen. Also, zu meinen Fragen.
Ja, jetzt kommt eine 3-Stunden-Aufgabe. Ich bin bei 375. Ich will dich nicht beschuldigen. Diese Fragen sollen uns einfach nur dabei helfen, Penny zu finden. Hoffentlich können wir mit diesen Antworten ein paar Lücken in unsere Zeitleiste füllen und weitere Hinweise enthüllen. Wenn du lügst, werde ich es sofort merken, Mirula. Erzähl uns alles ganz genau und lass auch nichts aus. Wir müssen wirklich alles wissen. Lüg mich bitte nicht an, Mirula. Ich will einfach nur die Wahrheit wissen. Ich will dich nicht beschuldigen. Diese Fragen sollen uns einfach nur dabei helfen, Penny zu finden. Hoffentlich können wir mit diesen Antworten ein paar Lücken in unsere Zeitleiste füllen und weitere Hinweise enthüllen. Wenn du lügst, werde ich es sofort merken, Mirula. Der Knall, den wir gehört haben, ist direkt neben mir, Fogg, da bin ich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Knall, den wir gehört haben, von der Stelle kam, an der Penny gestanden ist. Ich habe in der Dunkelheit meinen Zauberstab fallen lassen. Als ich mich danach bückte, habe ich einen Luftzug gespürt. Ich habe neben mir einen Luftzug gespürt, genau dort, wo Penny gestanden ist. Als das Licht ausging, habe ich meinen Zauberstab fallen lassen. Es kann sein, dass ich ein bisschen erschrocken war. Ja, ich habe mich herumbewegt, als das Licht aus war. Na und? Was soll die ganze Aufregung? Na, der 3-Stunden-Aufgabe ist bei 90 geblieben ungefähr, okay. Also hast du dich im Dunkeln herumbewegt, weil du deinen Zauberstab fallen gelassen hattest? Wahrscheinlich bin ich ein klitzekleines bisschen erschrocken. Immerhin war es dunkel und Corey hat geschrien. Und als du deinen Zauberstab abheben wolltest, hast du einen Luftzug gespürt und den Knall gehört. Das muss einfach ein Hinweis sein. Ich stimme dir zu. Wunderbar, da wir ja nun alles geklärt hätten. Eine Frage noch, Mirula. Meine Güte, na schön. Warum hattest du deinen Zauberstab denn überhaupt in der Hand? Weil es dunkel war, Bailey. Ich wollte Lumos zaubern. Manchmal bist du wirklich schwer von Begriff. Die Frage ist auf jeden Fall berechtigt. Und warum hast du das nicht schon früher erwähnt, Mirula? Ach, jetzt mach aber mal halblang, als würde ich Hayden und den anderen je freiwillig erzählen, dass ich vor lauter Schreck meinen Zauberstab fallen ließ. Corey versucht, Freundschaft mit dir zu schließen. Gib ihr doch eine Chance. Diese Genugtuung werde ich ja nie im Leben gönnen. Gehen wir am besten wieder rein. Du kannst uns genauso gut helfen, die Anschlagtafel fertigzustellen. Ganz besonders, weil wir jetzt auch noch deine Zeugenaussage hinzufügen müssen. Wir werden Penny finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Also, aber wahrscheinlich ist jetzt ein Teil abgeschlossen. In Ordnung, es geht mir schon viel besser. Lass uns diese Anschlagtafel fertigstellen. Nee, Corey will noch mit mir reden, bevor der Teil abgeschlossen ist. Dann gehen wir halt wieder rein. So, Corey. Hey, was kann sie denn da jetzt noch Neues haben? Ich habe gesagt, setz dich aufs Sofa und ich kümmere dich um die Anschlagtafel. Und jetzt kein Streit, ihr beiden. Ja, das muss ich jetzt nämlich nicht sagen. Wir sind hier, um die Anschlagtafel fertigzustellen. Nur dann werden wir Penny finden. Also, wo waren wir stehen geblieben? Oh oh, da stampft etwas. Ist das wieder diese Figur im Umhang? Was werden die Nachbarn dazu sagen? Na, immerhin ist es kein Spielzeugaffe. Will die Kamerafahrt? Wer stampft da draußen jetzt so rum? Ich meine, das ist schon recht unhöflich, aber nicht zurückweichen. Oh. Hey Leute, ich habe die Nachricht bekommen, die... Was ist denn los? Warum habt ihr alle eure Zauberstäbe gezogen? Penny? Cody, es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ja, normal, das hätte ich jetzt schon angeklickt, aber... Hey Penny, was ist passiert? Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut, danke. Ich bin froh, dass ich es noch rechtzeitig zur Enthüllung geschafft habe. Zur Enthüllung? Du hattest vorhin eine Nachricht erwähnt. Was für eine Nachricht meinst du denn? Die Nachricht, in der stand, dass die Krimi-Party fast vorbei ist und es nun Zeit wird, den Mörder vorzustellen. Und stand da auch, dass du hierher kommen solltest? Keine Ahnung, so stand es jedenfalls drin. Ich bin nur den Anweisungen in der Nachricht gefolgt. Die Nachricht war genau gleich wie die, die ich auf der Party bekommen habe, in der stand, dass ich apparieren sollte, wenn das Licht ausgeht. Penny, ich glaube, du beginnst am besten ganz von vorn und erzähl uns ganz genau, was geschehen ist. Ja, das wäre gut. Also, wo ist denn das Ausrufezeichen da? Also, jetzt bin ich gespannt auf Pennys Geschichte. Ich muss die letzte Nachricht sehen, die du erhalten hast, Penny. Du hast vor der Party die Nachricht bei Eule erhalten, in der stand, dass du apparieren sollst. Beim Party des Merlin, so etwas Geniales hätte ich nie im Leben schreiben können. Vor der Party habe ich einen Brief bekommen, in dem stand, dass ich im Krimispiel als Opfer sein würde. Was die Nachrichten angeht, könnte ja Corey fragen. Immerhin stammt sie doch von ihr. Der Knall und der Luftzug, den ich gespürt habe, müssen entstanden sein, als Haywood appariert ist. Ich wusste nicht, wann das Licht ausgehen würde. Ich wusste nur, dass ich dann zu verschwinden hatte. In der ersten Nachricht stand, dass ich mich an einen Ort apparieren sollte, den niemand erwarten würde. Also war ich auf dem Jungsklo. Wer außer Corey würde so eine Nachricht schicken, nicht wahr?
Ich muss die letzte Nachricht sehen, die du erhalten hast, Penny. Wir sind ja so froh, dass es dir gut geht, Penny. Beim Bart ist mir so etwas Geniales hätte ich nie schreiben können. Nur damit ich dich richtig verstanden habe. Vor Grays Party hast du eine Nachricht bei Eule bekommen, in der stand, dass du im Krimi-Spiel als Opfer sein würdest. Genau. Es stand drin, dass ich an einen unvorhersehbaren Ort abrennen sollte, wenn das Licht ausgeht. Wo warst du denn? Jetzt sag mal wo. Warst du auf dem Jungsklo? Naja, hast du versucht, diese Nachricht im Zentrum für ehemalige Schüler zu verbrennen? Ja klar, da stand auch irgendwas in der Nachricht. Dieser Eulenbrief stammt nicht von Gray. Ich habe die Handschrift eingehend analysiert. Hä? Kann ich die Nachricht sehen, die du gerade bekommen hast? Ich würde sie gerne überprüfen. Ich glaube, mit Sicherheit sagen zu können, dass es sich um dieselbe Handschrift wie die auf der verbrannten Nachricht handelt, welche nicht mit Corays Handschrift übereinstimmt. Also haben du und alle anderen die ganze Zeit gedacht, dass ich verschwunden wäre? Ach, beim Party des Merlins, das tut mir ja so leid, Cody. Es hat dich jemand reingelegt, Penny, dafür musst du dich nicht entschuldigen. Jetzt, wo Penny wieder da ist, glaube ich, dass es Zeit wird, dieses Krimi-Spiel zu beenden und zu enthüllen, wer in diesem Halloween-Krimi der wahre Täter ist. Allerdings erst in der nächsten Folge. In dieser Folge, also, endlich habe ich Penny gefunden, obwohl sie ja eigentlich mich gefunden hat. Es wird Zeit, diesen Film-Noir-artigen Krimi abzuschließen und den wahren Täter zu entlarven. Natürlich müsste ich dafür wissen, um wen es sich handelt. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich wollte jetzt noch was anderes machen. Ich wollte nochmal... Ja, kommt jetzt wieder so lange Ladebildschirm? Nee, ich... Ja, noch eine Schokoforschkarte. Nehme ich natürlich gerne. Gregor der Griecher war das, oder? Ja, Gregor der Griecher gibt mir gerade mal nichts. Na gut. Hier habe ich aber noch 100 Energiepunkte, die brauche ich für die nächste Folge. Ja, ja. Zu deiner Wohnung gehen ist erledigt. Wir warten alle im Zentrum auf dich. Lass uns die Sache gemeinsam lösen. Ja, wenn Gray das sagt... Dann gehe ich ja noch woanders hin. Und zwar ist es jetzt Zeit, dass ich das nächste Tierwesen kaufe. Und zwar müsste das der Greif sein. Der Greif wohnt wohl in diesem Nest. Zauberer setzen diese Mischung aus Adler und Löwe häufig ein, um Schätze zu bewachen. Und wie ihr seht, von mehr als das Doppelte, was benötigt ist. Also kann ich ihn adaptieren. Und jetzt, ui, ganz ruhig brauner. Reis brauner. St. Pauli. Naja. Ich fütter ihn jetzt natürlich erstmal, vielleicht wird er dann ein bisschen ruhiger. Und kann dann natürlich auch sagen, wer ihn taufen möchte, wer Taufpate werden möchte, kann das gerne irgendwo hinschreiben, wo ich es lesen kann. Und dann... Der muss echt gezähmt werden, das ist noch aggressiv. Und dann schaue ich auch schon mal, welches das nächste Tierwesen ist, auf das ich spare. Ihr kennt ja meinen Vorgang. Ich möchte immer ein neues Tierwesen kaufen, wenn ich doppelt so viel habe wie die benötigten Bücher, damit ich, wenn eine neue Tierwesen-Quest kommt, ausreichend Bücher habe, um das Tierwesen zu kaufen. So, der Ungarischhornschwanz wäre als nächstes dran. Und der kostet... Oh, eine ganze Menge rote Bücher. Dann 30 blaue und Gold habe ich genug. Also ich muss... 190 rote Bücherschwanz. Das wird dauern, lieber Hornschwanz. Und dann sage ich für die Folge jetzt einmal Arrivederci, over and out.